20. Hesinde, 1028 nach Bosporans Fall. Aventurien hat sich verändert und die tiefen Schatten haben sich zurückgezogen. Nach der Eroberung von Schwarzwarung ist es bedrückend still geworden um Rassasur und seine Paktierer. Die neue Bedrohung ist vor allem politischer Natur und geht von drei Kaisern aus: Rohaya in Gareth, Bruder Selindian in Punin und Answin in der sogenannten Wildermark. Nachdem der Usurpator Verheim von Mirona Yamenario befreit hat, zieht er durch sein ehemaliges Dapatien. Das einfache Volk nennt ihn Kaiser, sehnt sich nach einer erfahrenen Hand des Rabenmunders, dieser jedoch lehnt ab. Der aventurische Bote derweil benutzt Propaganda von Rohaya und spricht von einem Massaker nach dem nächsten. Titelt, dass er mordend die Städte Berla und Talf niederbrennt und Leichen zurücklässt auf seinem Weg. Selindian vereint den almadanischen Reiteradel hinter sich und blockt jegliche Kommunikation nördlich von Ragad ab. Er gebiert sich wie ein junger, blinder Stier und wütet auf seinem Bergpalast. Ihr derweil seid nach Romulus gereist, um Klarheit über Answin zu bekommen. Sein Ziel könnte durchaus die Stadt sein, wo ihn doch die Fürstin aus der Familie verstieß, als sie ihm seine Rabenfeder zuschickte. Was hat er vor? So brecht ihr gerade aus der Stadt auf in Richtung Norden, um die Hinterlassenschaften zu sichten, die in der Wildermark auf euch warten. Vor euch zieht sich die Landstraße nach Norden. Ihr könnt auch bereits den 50 Meter hohen Felsen erkennen, der sich ungefähr 7 Meilen vor euch nach unten stürzt und dort die Fälle nach unten ergießt. Der größte Wasserfall Aventuriens, während ihr auf der kleinen Landstraße entlang geht. Ah, Chambala. Das ist beeindruckend. Fürwahr, ein beeindruckendes Naturschauspiel. Also der Xolosch ist irgendwie kleiner. Kleiner? Wasserfall in Xolosch? Ja, einen kleinen. Nun, es gibt Wasser in Xolosch. Es gibt einen ganzen See und daraus... Ey, ist ja auch egal. Nein, das ist furchtbar interessant. Erzähl doch mal. Ja, also... Eigentlich möchte ich nicht so gerne über das Wasser und den Bach da sprechen, weil... Ach ja, ihr erinnert euch ja. Mein armer Bruder ist da hier ertrunken. Ach so, das war furchtbar insensitiv von mir. Ich entschuldige mich. Schon in Ordnung. Immerhin habe ich ihn ja gesehen. Also, als wir in Warung waren. In diesem Spiegel. Meint ihr, dass eure Träume etwas damit zu tun gehabt haben? Ich weiß es nicht. Das ist so verwirrend. Berge träumen ja in der Regel nicht. Aber das nun... Mein Bruder zu sehen, das hat mich zumindest mit Hoffnung erfüllt. Irgendwo wird er noch sein und irgendwo werde ich ihn finden. Nun, vielleicht war es ein Fingerzeig aus der 4. Sphäre. Nun, wer weiß. Aber das ist etwas, das ich machen muss, wenn ich etwas Ruhe habe, wenn der Drache gefallen und nun ja, die Sphären zumindest wieder etwas im Gleichgewicht sind. Sagt Boltax, ihr habt euren Zwilling verloren, korrekt? Ja. Vor eurer Feuertaufe, oder? Genau, das ist der Punkt. Bevor unser Seelenband gelockert worden ist. Seit wann seid ihr ein Geode? Und also, das geht relativ Hand in Hand miteinander. Seht ihr, ich wurde von unserer Lasche, meinem Ausbildungsgeoden, könnte man fast sagen, meinem Meister, unter die Fittiche genommen. Er hat zuerst geholfen, über diesen Verlust hinwegzukommen, und nach meiner Feuertaufe ist er dann mit mir in die tieferen Mysterien der Geoden eingestiegen. Davor war er nur, hat mich betreut, hat mir Hilfe angeboten und über seinen Verlust und meinen Verlust geredet. Ich möchte nicht unsensibel sein, aber hatte euer Meister, euer Lehrer einen Bruder? Nun ja, genauso wie es mit Saldor auch ist. Wir alle haben diesen Verlust zu beklagen. Das ist bei jedem Zwerg so, der zaubermächtig ist. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Denn das ist die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ich möchte euch nicht beleidigen, aber ein jeder magische Zwerg hat bisher einen Teil seiner Familie verloren. Nun, also das geht relativ weit zurück. Es liegt nicht daran, dass das der Punkt ist.
an dem wir zaubern lernen oder überhaupt die Möglichkeit haben zu zaubern. Denn ihr müsst verstehen, unsere Macht kommt ja aus dem Pakt mit dem Elementarherren des Erzes. Deshalb gibt es die Dioden. Aber ich denke, der Verlust ist etwas, das uns dafür öffnet, das dafür sensitiver macht. Und ja, es ist ein Schritt, eine Bürde, die wir tragen und naja. Und dann warum habt ihr jetzt euren Bruder gesehen? Nun ja, ja, zumindest hatte ich den Eindruck, dass er es war. Schien mir nicht wie eine böswillige Illusion oder ein Streich eines anderen Wesens, sondern ja, ich habe ihm viel erzählt über das, was mir widerfahren ist. Und ja, werde ihn wohl eines Tages finden. Das machen alle Geoden so, sind immer auf der Suche nach dem, was von unserem Zwilling noch übrig ist. Wäre es möglich, dass alle Zwerge grundsätzlich magiebegabt sind und diese Gabe nur im Laufe der Zeit verkümmert? Nun, das weiß ich nicht. Dann wären sie von Anfang an magiebegabt gewesen und das waren sie ja nicht. Das lässt sich alles auf den Paktschluss mit dem Elementarherren zurückführen. Jedenfalls höchst faszinierend, nicht wahr? Stammt eure Magie dann vom Elementarfürsten? Ja, ja. Also letztlich wohl aus den Elementen selbst. Ihr habt ja die Sternenkraft, sagt ihr immer, aus der ihr eure Kraft bezieht. Und das ist bei mir anders. Nun ja, Menschen werden gewöhnlich mit der Gabe geboren, mit der Mada-Gabe. Und sie müssen hart dafür trainieren und lernen, diese Mada-Gabe in richtige Bahnen zu lenken. Nun, hart habe ich natürlich auch. Ansonsten ich ja direkt, nachdem ich die Feuertaufe hinter mir gehabt habe, als vollendeter Geode dagestanden. Das ist in der Tat ja auch nicht so. 50 Jahre den Arsch aufgerissen. Aber es hat etwas gebracht und ich konnte viel Gutes bewirken. Faszinierend, wie sich diese Magiegabe entwickelt. Seid ihr vertraut mit der Körpertheorie? Nicht direkt, jedenfalls nicht unter diesem Namen. Was meint ihr denn? Nun, damit meine ich die Theorie, dass es natürlich den Elementarkörper gibt, also unseren physischen Körper, den man hier anfassen kann. Isarun tippt Boltax einmal kurz an den Arm. Und dann gibt es natürlich noch andere Körper, zum Beispiel den Astralkörper, in dem sich die Sternenkraft oder in eurem Falle die Elementarkraft sammelt. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch die Seele. Wäre es möglich, dass, wenn ein Zwilling eines Zwerges stirbt, bevor dieses Seelenband zerteilt wurde, wenn ich eure Feuertaufe richtig verstanden habe? Nun, zumindest wird es nicht gänzlich geteilt. Gänzlich geteilt werden kann es nicht, aber es wird so weit gelockert, dass es nicht mehr die Art der Qual ist, die eine Trennung zweier Zwillinge bedingt. Seht ihr, Isarun, deswegen mag ich euch so. Wir sind uns so ähnlich. Die gleiche Theorie habe ich nämlich auch. Seid ihr auch mit der Körpertheorie vertraut? Das ist ja wunderbar. Deswegen fragte ich, ob es andere Zwerge gibt, die zaubern können und die ihren Bruder oder ihre Schwester verloren haben. Denn meiner Theorie zufolge, das habe ich noch nicht ganz nachgereicht, würden Zwerge erst dann magisch werden, wenn die Seele ihres Bruders in sie selbst einfährt. Also weil... Wenn es denn die Seele ist. Es gibt nämlich noch einen dritten Körper, nämlich den Astralschatten. Das ist das Abbild des Elementarkörpers im Astralraum. Und also, wenn ich mir jetzt die Theorie erlauben dürfte, würde ich vielleicht postulieren, dass der Astralschatten des Zwillings zum Astralkörper des überlebenden Zwillings werden könnte. Folgt ihr mir? Ja, ja. Mir hat das ein Magier einmal so erklärt, dass ich als nicht-magischer Mensch gewissermaßen wie ein Korb oder wie ein löcheriger Eimer wäre. Ich könnte die Sternenkraft nicht in mir halten. Und naja, in eurem Fall müsste dann gewissermaßen etwas passieren,
Das euch zu einem Gefäß macht, das diese Kraft aufnehmen kann. Also ja, richtig. Bei uns ist dann der Elementarkörper tatsächlich ein Tonkrug und bei euch ein Netz. Und ihr meint, mein Bruder hat die Löcher gestopft? Möglicherweise. Vielleicht hat er euren Astralkörper gestärkt, sodass er von einem löchrigen Korb zu einem festen, undurchdringlichen Korb wurde. Damit möchten wir euch aber auch nicht beleidigen. Wir wollten einfach nur sagen, dass euer Bruder immer bei euch ist. Nun, ich habe was Gutes. Teil von euch geworden ist. Als Beleidigung aufgefasst. Es wäre sehr schön, das so zu verstehen. Ich denke aber trotzdem, dass er irgendwo noch in der Welt ist und dass ich ihn eines Tages in einer anderen Form wieder treffen werde. Da habe ich festes Vertrauen. Nun, ich habe festes Vertrauen in euch, Boltax, dass ihr eure Aufgabe schaffen werdet. Vielen Dank. Ja, Boltax wischt sich trotzdem so eine kleine Träne aus dem Augenwinkel, weil es ihm schwerfällt, über diese Thematik zu reden. Nun, aber wechseln wir doch vielleicht lieber das Thema. Nun, was habt ihr denn in den vergangenen Tagen, Wochen so erlebt? Ich meine, wir waren zwar die Mehrheit der Zeit zusammen, aber Romulus hat ja dann doch einige Möglichkeiten geboten, sich einmal für sich selbst ein wenig auszutoben. Habe ich mich schon aufgeregt? Heute nicht. Worüber? Ich befürchte, nein. Nun, dafür ist es nie zu spät. Was denkt ihr darüber, dass Romulus sein Vergnügungsviertel vor die Stadtmauern verlegt hat? Wirklich, in diesen Zeiten heißt das nichts anderes, als dass es der Travierkirche egal ist, wenn ein paar Huren und Lustknaben ihr Leben lassen. Das mag in Friedenszeiten vielleicht noch angehen, aber jetzt? Nun, wir sind schockiert. Tatsächlich weiß ich gar nicht viel über die Lokalitäten. Wo befinden sich diese überhaupt? Mir war gar nicht klar, dass es so welche... Tatsache. Ja, die Fürstin hatte mir doch vorgeschlagen, ich könnte dort einmal den Ansässigen einen Besuch abstatten. Es war ein eher kümmerlicher Anblick. Sehr traurig, wirklich. In anderen Städten ist dieses Gewerbe durchaus angesehen. Aber nun ja, nicht in Romulus. Nein, ich fürchte, Romulus ist wirklich eine der konservativsten Städte im Mittelreich. Nun, es ist Travias heilige Stadt. Es ist wohl nachvollziehbar, dass sie auf diejenigen, die mit Travias Prinzipien nicht so gut stehen, auch nicht so gut stehen. Ich denke, es ist eher bemerkenswert, dass Romulus ein solch großes, ein solch auch noch eingestehendes Vergnügungsviertel überhaupt hat. Andere Städte dieser Größe bieten dort deutlich weniger. Das stimmt allerdings. Also, Gareth könnte ich jetzt kein wirkliches Viertel benennen. Und Gareth als solches hat sicherlich die größeren und vielfältigeren Möglichkeiten, nur wenn ihr es einmal mit stattdessen, ich weiß nicht, Havena vergleicht. Und dort tummeln sich wesentlich weniger gefällige Betriebschaften. Nun, in Gareth sind die Etablissements mehr über die ganze Stadt verteilt, während man sie in Romulus offensichtlich ghettoisiert. Sollte es euch nicht eher freuen, dass ihr, dass die profaneren Anbieter der Raya-Künste sich nicht in irgendwelchen Hinterzimmern von schmierigen Kneipen verbergen müssen, sondern stattdessen ihrem Handwerk, wenn auch außerhalb der inneren Stadtmauern, nachgehen können. Ulamin rümpft ein wenig die Nase. Nun, das ist ein schwacher Trost. Dann habt ihr noch keinen aufgebrachten tapatischen Bauernmob gesehen. In der Tat, nein. Und ich hoffe auch, dass mir dies in nächster Zeit erspart bleiben wird. Keine Sorge, die sind nicht so sehenswert. Es sind hauptsächlich abgehalfterte Gestalten mit einigen Forken und manchmal einer Fackel. Und ich denke, aufwiegelnde Travia-Priester werden in der Pratzin generell gerade rar gesät sein und Besseres zu tun haben. Ja, das Land hat die Götter wissen, andere Probleme. Was sollen wir daran tun? Jo,
Nun, ich weiß nicht, aber das, was wir in der Regel tun, wir versuchen uns nun den Problem anzunehmen und sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beheben. Haben wir sie wirklich zum Besseren behoben? Naja, die Paktiere sind tot. Mir liegt Marok immer noch quer im Magen. Das Volk wird jetzt hungern. Verhungern. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden. Geholfen haben wir ihnen sicherlich nicht. Hoffentlich auf lange Sicht schon. Ich hoffe doch sehr, dass die Getreidelieferungen aus Aranien bald eintreffen werden. Immerhin. Nun ja, es ist jetzt schon eine Weile her, seit wir dort waren. Diese Lieferungen müssten immer nach ihren Wegen über die blutige See nehmen. Das ist richtig. Was ist mit der blutigen See? Sind die Menschen dort wirklich besser? In Kunjom oder in Boran oder... oder in Helmenport? Keine Ahnung. Wir haben einen Dämonenarch getötet. Zu welchem Preis? Einer ist besser als keiner. Den Preis, den man bezahlen muss. Und ist der es wert? Das wert gewesen? Nun, ich hoffe doch, dass es wert ist. Sonst wäre das ein schäbiges Unterfangen. Das meine ich doch gerade, Abelmir. Sind wir uns so sicher, dass es kein schäbiges Unterfangen ist? Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich etwas getan habe. Es ist besser, etwas zu tun, als gar nichts zu tun und zuzusehen. Was wäre passiert, wenn wir nicht dort wären? Die Leute würden immer noch leiden. Sie leiden zwar immer noch, aber ein Knecht weniger ist ein Knecht weniger. Eine Peitsche weniger ist eine Peitsche weniger. Eine Seele mehr, die wir den Dämonengötzen vorenthalten, ist eine Seele weniger. Ich weiß nicht. Nun, Jalan, seht es doch einmal so. Also, ihr habt oder hadert mit dem, was in Wahrung gewesen ist, und das durchaus verstehen. Seht ihr, ich hatte auch nun gewisse Hochmomente in Wahrung. Ich habe mich sehr gefreut, als ich diesem Echsen endlich mein Flammen entgegenwerfen konnte. Aber auf der anderen Seite ist mir auch viel Schreckliches dort widerfahren. Diese ekelhafte Nekromantin, oh Gott. Und erst recht, meine Flucht aus ihrer Behausung ist aber furchtbar. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das, was wir getan haben, wie wir es getan haben, der beste Weg war und die beste Möglichkeit, die wir hätten wählen können. Aber, und da stimme ich aber mir zu, wir haben etwas getan und das, was wir getan haben, hat positive Folgen, da bin ich ganz sicher. Warum bist du dir da so sicher? Nun, hast du es nicht gespürt? Als der Himmel aufklarte, weil das Licht wieder auf die Stadt fiel. Ich glaube zwar noch nicht daran, dass der Spuk vorbei ist und dass Rissa so tot ist, so wie es der Bode schreibt, das ist Unfug, aber zumindest kann ich Licht am Horizont sehen. Noch vor 2 Monaten war Werheim gefallen und in einem finsteren Ritual wurde die Realität von Dapazien genommen und ebenso war Wahrung kaputt und zerstört. Ein finsterer Streifen, der sich durch die Wäldermark zog und jetzt haben wir Werheim wieder, jetzt haben wir Wahrung wieder. Auch immer der schwarze Drache sich aufhält, aber wenn er wieder auftaucht, dann werden wir ihn auch stillen. Das Einzige, was wir von Werheim wieder haben, ist die stinkende Asche. Und nicht wir haben Werheim, sondern dieser Answin. Zumindest ist Answin. Was gut ist, das weiß ich noch nicht. Zumindest ist ein guter Mann. Er ist ein geringeres Übel als irgendwelche Nekromanten. Ich hätte ihn fast einen rechtschaffenen Mann gesagt, aber... Alles, was der Drache nicht hat, hat der Drache nicht. Leoma vom Berg hält die Stadt für ihn, er hat seinen Verrat mittlerweile offen bekannt. Nun, im Vergleich zu den Knechten der Dämonen erscheint wohl ein Reichsverräter nahezu wie eine annehmbare Alternative. Was treibt einen Menschen dazu, dass er von einem Reichserzmarschall abfällt und sich dann auch vor der Schlacht den Rabenmundern anschließt? Furcht. Vielleicht wird es auch an einen Menschen? Ich denke Überzeugung. Ich glaube nicht, dass er Furcht hatte. Immerhin hat er in der Schlacht gekämpft.
Ich würde ihn auch nicht so gering einschätzen, dass es aus niederen Beweggründen geschehen ist. Zumindest nicht solchen wie Furcht. Möglicherweise hat er selbst den Willen, diesen Drachen zu Fall zu bringen und in Anstin die bessere Alternative gesehen, zu einem Schlag auszuholen. Als Leomar vom Berg die Seinen verriet, war das Mittelreich ohne Führung. Oder zumindest nicht unter einer Führung, der er vertraute. Ich denke, er wollte die Sache einfach in seine eigene Hand nehmen, weil er den anderen Stellen nicht traute, dass sie ihre Aufgaben erledigen. Doch, es ist seine Pflicht, vor seinen Herren und seinen Göttern treu zu ihnen zu stehen. Das ist es. Ihr erinnert euch an den Admiral? Er verriet ebenfalls das Mittelreich und tat das Richtige. Der Alan guckt gerade wie ein betretener Hund. Es gibt das, immer. Das ist was anderes. Es gibt immer Überzeugungen, die den Massen oder den bestimmten Stellen widersprechen. Aber es sind Überzeugungen. Aus diesen handeln sie. Matteo Admiral Sani? Natürlich. Doch, der war ganz nett eigentlich. Und muss man diesem Answin nicht zugute halten, dass er sich die Kaiserkrone nicht aufgesetzt hat, die ihm seine Gefolgsleute angetragen haben? Ich meine das nicht buchstäblich, sondern metaphorisch. Das heißt, sie nennen ihn Kaiser. Aber er möchte das nicht. Was er sagt und was er in Zukunft tut, müssen nicht dieselben Dinge sein. Hattet ihr nicht Kontakt Richtig. Zu ihm? Auf ihm, Iserun? Aber mir? Na, Kontakt würde ich es nicht nennen. Nun, er war in seinem Heerlager. Ja. Ja, man hört, ihr hättet sogar mit ihm gesprochen. Ja, ja. Das haben wir. Er ist ein sehr charismatischer Mann. Vielleicht ist er jetzt schon zu alt, um das Reich zu leiten, aber ich weiß nicht, was er für seine Generation, seine Nachfolger in Sinn hat. Sein Haus. Nun, wie man hört, ist er sich mit seinem Enkel feind. Und sein Sohn ist nicht von weiterem Belang. Wieso nicht? Barnhelm von Rabenmund hatte nie sonderliche Aspirationen. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann diesen Mann schlecht einschätzen. Ich weiß nur, dass er damals, bevor er aus dem Reich verbannt wurde, sehr schlimme Dinge getan hat. Und ich weiß nicht, ob ich sie verzeihen kann, auch wenn er sich gewandelt zu haben scheint. Naja, der Hochkönig war dort und sie schienen zumindest nicht in einer Art und Weise einander abgeneigt zu sein oder gar verfeindet. Und ich vertraue dem Hochkönig, dass er, nun ja, gute Entscheidungen trifft. Respekt ist nicht das gleiche wie Vertrauen. Ich mag ihn respektieren, doch vertraue ich ihm nicht. Sagt man Anzi nicht nach, dass er ein Ränkeschmied ist, ein politischer Intrigant? Er ist ein Rabenmund. Vielleicht verfolgt er längerfristige Pläne. Er muss nicht selbst Kaiser werden, sondern nur den Kaiser krönen. Nun noch der größte Verrat. Kann gesühnt werden. Vielleicht ist er hier, um für seine vergangenen Taten Reue zu zeigen. Das würde ich bezweifeln. Ich denke, wir messen ihn an dem, was er tun wird, nicht an dem, was er getan hat. Wenn es so wäre, denkt ihr, Rohaya würde ihm vergeben? Nein. Er hat versucht, ihren Vater zu vergiften. Ich glaube, das kann sie nicht. Es wäre ein Zeichen von Schwäche. Wenn er da Patien hält, wird sie müssen. Und es wird wohl auf uns zurückfallen, ihr diese die Weisheit dieses Weges aufzuzeigen. Hoffen wir, dass Answin nicht auf Romulus marschiert, sondern wirklich nur zur Treumauer unterwegs ist. Ja. Wir werden die Wahrheit der Sache bald ergründen können. Jetzt müssen wir erstmal auf die andere Seite dieses Flusses. Wo ist denn dieses Kloster eigentlich? Direkt am Wasserfall. Oh, ja, ich sehe es. Scheint ja noch relativ klein zu sein. Nein, der Wasserfall ist zu groß. Wie komme ich da rüber? Ich habe eine Brücke.
Vielleicht eine Fähre? Schauen wir einmal. So könnt ihr den Weg an Dapperdingen vorbei in Richtung des Wasserfalls gehen. Und das Rauschen wird immer größer und größer, lauter und lauter, bis ihr dann an dem großen Wasserfall steht. Wie er sich hier nach unten ergießt. Auf der anderen Seite könnt ihr Effertsang vorfinden, das Kloster, was wohl geplündert worden ist, den Berichten nach. Ihr könnt dort auch einige Gerüste erkennen und in der Entfernung von grob 120 Schritt auch den einen oder anderen Bauarbeiter, der dort steht und gerade mit einer Maurerkelle in der Hand versucht, das Kloster wieder zu reparieren. Viele Regenbogen, die dann hier auch glitzern durch den Wasser, durch die Perlen, die in der Luft liegen und Sonne, die milde Sonne, die dann durch die Wolken durchscheint und es immer wieder so ein bisschen reflektieren lässt. Wie wunderschön! Und seht, sie sind dabei, das Kloster wieder aufzubauen. Oh, das ist gut. Das ist tatsächlich sehr schön hier. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Ach, wenn Eltern noch hier wäre, er könnte hiervon so ein schönes Gemälde malen. Gute Frage. Schauen wir doch einmal, ob es vielleicht am Ufer irgendwelche Fischerkarten gibt. Gib mir mal eine Fährtenlesenprobe. Je, oh je. Wer? Jeder? Ja, könnt ihr alle machen. Diese Seite gibt es zumindest keine Fischerboote. Gibt es da noch ein kleines ehemaliges Häuschen? Vielleicht auch eine ehemalige Dorfansammlung mit ein paar Bauernhäusern. Die sind auch irgendwie verlassen. Aber Abelmir, Rafim und Boltax, ihr könnt jetzt, wenn ihr euch so ein bisschen genauer untersucht, matschige, ausgetretene Wege erkennen, die wohl direkt zu den Dapperdfällen führen. Und wenn ihr den schlammigen Spuren folgt, könnt ihr eine Höhle hinter des Wasserfalls erkennen. Eine Kaverne. Och, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schaut einmal, das ist ja spannend. Kann man da reingehen? Ist das sicher? Was meint ihr? Ich kenne mich mit Höhlen nicht aus. Ja. Oh, bestimmt ist das das eigentliche Heiligtum. Oh. Ich meine, was könnte Effort gefälliger sein? Ganz schön laut hier. Oh, ja, lass mich mal vorgehen. Wie schön Erz, Luft und Wasser hier miteinander in Harmonie sind, das sieht man auch nicht. Also, das sieht man nicht alle Tage. Rafim kann dann durch einen Vorhang aus Regenbogen hindurchtreten und steht dann in einer dunklen, großen Höhle. Du kannst erkennen, wie hier wohl, wenn nach und nach deine Freunde folgen, einige Menschen in der Dunkelheit stehen und zurückweichen. Abgerissene Bauern, Flüchtlinge. Dann kannst du erkennen, wie eine junge Zageweide auf dich zukommt, in bunten Klamotten, mit einem Papagei auf der Schulter, so wie es jede gute Zageweide tut. Sie hat wohl ein paar Fingerfarben im Gesicht und knickst vor dir. Hallo. Die Götter grüßen euch. Zusammen mit euch. Ja. Ihr wollt uns nichts tun. Nein. Sie kommt auf dich zu, hat ihre Hände beide erhoben, links und rechts und legt sie dann an deine Brust. Ihr wollt friedlich sein. Und ihr wollt aufhören, mich anzufassen.